Herzlich willkommen zurück im Drug Dealer Simulator. Im letzten Part haben wir den Labayena kennengelernt, einen Boss einer Gang. Und der wird bei uns regelmäßig Kokain bestellen, welches wir eben auch liefern müssen. Aktuell muss ich allerdings noch auf meine Lieferung von Eddie warten, damit ich das neue Zeug überhaupt anrühren kann. Neue Bestellungen gibt es diese Nacht anscheinend auch nicht. Scheint so, als hätten meine Dealer und so weiter alle frei. Ah, okay, aus dem Supermarkt in der Gegend möchte jemand was haben. Ah, das... Der Stoff ist da. Ich hoffe, der passt da hinein. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen nehme ich zur Sicherheit doch lieber den etwas größeren Rucksack. Ich habe ja immerhin 150 Gramm bestellt. Nicht sehr wenig. Kapazitätsgrenzen des Mixers müssen wir natürlich bei dieser ganzen Mischerei auch mal mit einbeziehen. 300 hat er nur. Deswegen ist es ganz gut, dass ich mir schon einen zweiten bestellt habe. Schnell weg, die Polizei ist da. Ja, und mangels größerer anderer Aufträge könnte ich das jetzt doch auch nachts erledigen. Auch wenn es tagsüber 100 Mal sinnvoller wäre. Aber wenn ich ihm das schon recht früh schicke, dann werde ich auch den nächsten Auftrag schneller kriegen. Das ist ja auch klar. So. Ab nach Hause. Koks raus. In den Mixer. So, 146 hieß es. Dann nehme ich, bleibe ich 4 Gramm Kokain. Die behalte ich dann für mich. Und ja, den letzten Krempel, da wird ein bisschen Müll reingesteckt, würde ich sagen. Also ich habe ja schon Waschpulver, davon werde ich mal noch ein bisschen mehr herstellen. Beides hier rein und mixen. Bisschen Salz und ja, ich würde sagen ungefähr zur Hälfte. Ja, ungefähr zur Hälfte. Nehme ich mal 27 Gramm Salz. Und der Rest... Waschpulver. Müssten auch 27 sein, sofern ich richtig gezählt habe. Ja. Und das ist nun der Labayena-Stoff. So, der mixt jetzt noch. Ich warte ein bisschen. Kann ich auch das Waschpulver schon mal hier wieder hineinfüllen für das nächste Mal. Gab es noch Bestellungen? Ja, die eine gab es noch mit dem Heroin. Ja, dann portioniere ich das. Er wollte es in 500, also in 50 Gramm, 4 Stück. Zack. Passt exakt und ich muss es zum Marktplatz liefern. Das kann ich gerne tun. Ja, angesichts der Tatsache, dass ich nichts wirklich zu tun habe, ich nehme auch mal das... Die 4 Gramm Heroin mit für die Dame. Dann mache ich das jetzt schon. So, unsere allererste Lieferung für das Bayena-Kartell ist nun auf dem Weg zu seinem neuen Herrn. Mit wertlosem Müll. In dieser Konzentration würden die meisten meiner Konsumenten sterben, wenn sie das nehmen würden. Polizei. Aber zum Glück... verzeihen diese Leute etwas mehr. Wahrscheinlich, weil sie es selber auch normal mit irgendwas strecken. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meine, der Container, die benutzen fast immer die gleichen Verstecke. Das ist der da drüben. Toter Briefkasten. So, einfach rein mit dem Zeug. So, jetzt habe ich das dort abgelegt, wo sie es erwarten. Das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist... nochmal nach Hause gehen und den Mittelsmann kontaktieren, den Caldera, und ihm zu sagen, dass das Zeug da ist. Dann überprüfen die, ob alles... Ui, ich glaube, ich habe einen Bullen hier übersehen. Ich darf nicht so leichtsinnig sein. Bin ich vollkommen raus aus dem, was ich eigentlich sagen wollte. Die überprüfen das und wenn alles stimmt, dann kriege ich eine Nachricht und sagen, ja, triff dich mit mir. Ich habe dein Zeug. Das machen wir jetzt auch einfach mal. K.
Okay, ja. Okay, nochmal eine Bestellung. Das ist gut, die bearbeite ich auch gleich. Aber zuerst mal sage ich dem Herrn Caldera. Okay, es ist richtig. Wir haben das Paket. Gute Arbeit. Komm jetzt und hol dir deine Knete ab. Nimm keine Tasche mit, du bekommst von uns einen Koffer. Ja, das ist dann der legendäre Goldkoffer, den wir. Goldkoffer. Schön wär's. Okay. Der wird mir Geld geben. Das nehme ich dann mal mit. Dürfte auch nicht so viel sein, dass es nicht in meine Taschen passt. Dürfte schon gehen. Falls nicht, muss ich halt nochmal wiederkommen. Ah, es ist so viel Geld, dass ich es nicht mehr in meine Taschen kriege. Es könnte auch an dem Heroin liegen, was ich jetzt dabei habe. Ja gut, dann muss ich jetzt doch den Rucksack mitnehmen. Da dürfte es reinpassen. Gib her. 1,7. Ach, herrlich. So. Ich brauche 6 Gramm Heroin, weil da noch die andere Dame was hat. Aber nee, ich gehe erstmal das Geld holen. Erster Arbeitstag, ja. Ui, schnell rüber. Sonst sieht er mich noch. Ich soll ja keine Tasche mitbringen, denn das ist wenigstens ein netter Service, den Sie mir leisten. Ich muss keine Tasche mitbringen. Sie geben mir eine Tasche, in der alles drin ist. Genauer gesagt, ein Koffer. Und in denen passt bei denen dann sogar mehr Geld, als der Koffer vorsieht. Da muss man dann später aufpassen. Das werdet ihr nicht mehr miterleben. Aber so. So, da ist er. Wir müssen ihn nicht mehr ansprechen. Wir dürfen ihn einfach mitnehmen. Zack. 7.800 Dollar sind da drin. Ist das nicht herrlich? Ja, natürlich ist das gut. Und ich glaube, den könnten wir auch direkt einzahlen. Ich habe zu Hause noch Geld, aber. Und die nächste Bestellung, das werde ich dann auch wieder im Voraus bei Eddie bezahlen. Weil ich brauche jetzt aktuell dringend Geld auf dem Konto, um die ganzen Wohnungen zu kaufen. Und diese 7.000 Dollar, die könnten da eine sehr gute Finanzspritze sein. Und wie gesagt, sie bezahlen für fast nicht mal ein Drittel dieses Zeugs. Also ich kriege da auch Geld geschenkt, wenn man so will. Ja, 7.800 sind's. Und da Nacht ist, dürfte es die Polizei auch nicht sonderlich interessieren. So. Ja, ich bin komplett unbescholten wie immer. Den Koffer habe ich jetzt noch, der ist recht auffällig, aber den lege ich jetzt zu Hause ab, damit ich schnell zu meinen anderen Kunden gehen kann. Ja, zu viele Überweisungen. Ihr könnt mich gerne warnen, aber das bringt nichts, weil ich werde nichts gesehen. Nachts sind all meine Handlungen unsichtbar. Schnell zurück, den Koffer loswerden, damit ich durch die Kanalisation kann. Ich muss auch die ganzen Aufträge noch annehmen. So. Rein damit in den Schrank. Ja, 1,7 habe ich noch. Das ist ordentlich. So, und dann beliefere ich die Kollegen erstmal alle. 4 Gramm. Okay, nochmal 2 Gramm Kokain. Habe ich kein Kokain da? Da muss ich neues abfüllen. 2 Gramm. Oh, und ein Dealer möchte noch was. 21 Gramm China White. Ja, okay. Dann muss ich das auch noch mal abfüllen. Kriege ich zum Glück gerade noch so hinein. So, vorsichtig. Ich muss ständig speichern. Ich gehe da keinerlei Risiken ein. Keine unnötigen Risiken. Okay, 2 Patrouillen.
Ja, und diesen beiden auf der anderen Seite, da darf man sich hier nicht täuschen lassen. Der ist auf der anderen. Hier ist die Grenze. Ja, und das wird das erste Mal, dass wir jetzt ins Nordgebiet zum Drogendealen gehen. Downtown haben wir noch nicht freigeschaltet, aber dafür den Supermarkt. Was ist denn der? Ach, der ist da vorne. Okay. Ja, das ist okay. Kamil. So, hier sind schon mal 16 und nochmal 5 Gramm. So, jetzt ab in meine neue Hoods. Der eine ist hier im Untergrund. Es gibt hier auch ein kleines Versteck. Der müsste vor mir stehen. Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Oh Gott. Okay, der Wünsch möchte das Koks. Bitteschön. Beehren Sie uns wieder. Das Kokain hier teile ich auch nochmal auf. Ah, Mist, anderen sehe ich jetzt nicht. Das ist der Nachteil, man kann hier nicht so gut rausspicken. Ja, ich glaube, hier ist niemand. Dann gehe ich mal schnell zu dem und gebe ihm sein Heroin, das er gerne haben möchte. Wo ist er? Ach so, der ist bei der Eisenbahnbrücke. Oder ist der denn? Ich bin blind oder was? Ach, da! Oh Mann. Ich glaube, ich muss mal eine Pause einlegen. Eine richtige, nicht eine Aufnahmepause. So, und der letzte ist in Kennel. Das ist jetzt wieder auf der anderen Seite. Ich muss warten, bis die Polizei da weg ist. Die laufen wahrscheinlich da in die Richtung. Vorsicht vor dem, der könnte mir jetzt auch mir gefährlich werden. Es gibt nach Kennel eine Abkürzung, aber die nutze ich dann doch lieber schnell in die Luke, bevor ich gesehen werde. Hat jetzt nicht geklappt, es war zu viel Polizei da. So, die letzte müsste hier sein, oder? Ja, die letzte. So, dann wäre es das aber auch schon wieder. Ja, 2 Gramm Heroin. Bitteschön. Die Downtown habe ich immer noch nicht freigeschaltet. Ja, ich habe zu wenig Respekt in den Gegenden, die dafür nötig sind. In Two Towers gibt es leider kein Gebäude, was ich nutzen könnte. Aber so ist das nun mal. Schnell nach Hause. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das Projekt hier beende, weil mehr als das gibt es jetzt nicht mehr zu sehen. Gut, ich werde noch das Fentanyl freischalten, aber ob das wirklich sowas spielförderliches ist, ich muss mal gucken, gibt es noch einen Auftrag? Okay, der Benedikt hätte gern nochmal Age. Das kann ich ihm liefern. Das Geld kommt in mein Schränkchen. Ah, apropos Geld. Ich kann doch... Mike, zeig mir mal, was du so hast. Jetzt kann ich doch mein Immobilienimperium doch mal etwas erweitern. Die neuen Bezirke brauche ich noch nicht. Ja, zum Beispiel das Ding hier. Einen Kunden mehr, das ist ja schon mal gut. Auch diese kleine Bude. Ich nehme alles, was ich irgendwie kriegen kann. Kann ich mich verstecken, wenn nötig. Das ist ganz wichtig. Nochmal 2 neue Kunden, noch mehr Verkaufsanstieg, noch mehr Erfahrungsboost. Supermarkt könnte ich auch schon nehmen, vernachlässige ich aber erstmal. Das Apartment in East Old Town nehme ich auch. Den alten Marktplatz nehme ich auch. Ist auch eine schöne Immobilie da.
Dead Town, so kann ich. Kennel habe ich schon. East Old Town habe ich auch schon. Das ist meines. Die brauche ich alle noch nicht. Ja, dann werde ich das in West Docks auch noch mieten. Ja, also hier im Norden, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Ja, und das Supermarktgebäude kaufe ich dann auch. Dann habe ich wenigstens eine Station, wo ich mich im Norden verstecken kann. Habe da auch nochmal einen Kunden. Wunderbar. So. Ah, der Dimitri möchte für mich arbeiten. Sehr gerne. Auch wenn ich so gern, ungern gute Konsumenten verliere. Naja. Gut. Was sollte ich machen? Ah, das Heroin, was ich dem einen Typ versprochen habe. Das kriegt er natürlich noch. So, ab jetzt werden die Deals deutlich steigen, nehme ich an, weil mein Respekt jetzt einfacher zu halten ist. Ja, Polizei leckt mich am Arsch. Bestellungen werden auch zunehmen, weil ich auch den Skill habe, dass wenn jemand angebissen hat, deutlich häufiger bestellt. Aber an sich werde ich ihn vernachlässigen, weil ich bin später in dem Spiel auch überfordert. Es gibt dann einfach zu viel Stoff, wenn ihr versteht. Aber ich bin jetzt auch vom Bestelllimit wenigstens in Sphären vorgedrungen, wo ich auch mal 300 Gramm oder ein halbes Kilo oder so bestellen kann. Ohne dass Eddie mir da einen Strich durch die Rechnung macht. Da ist Polizei, den gehe ich aus dem Weg. Ich habe hier auch eine ganze Menge neue Immobilien, die natürlich auch einzeln möbliert werden müssten, falls ich die wirklich nutzen möchte. Aber die meisten nutze ich nicht. Die habe ich nur wegen des Respekts. So. Ja, 20 Gramm Bonus für die Bestellung am Tag. Beziehungsweise in der Nacht. Habe jetzt auch fast das gesamte Labeena-Geld dafür ausgegeben. Aber die nächste Bestellung kommt auch wieder. Dann kaufe ich alle Häuser im Norden und dann geht's mit dem Geld nur noch bergauf. Dann kann ich, jetzt kann ich nicht mehr wirklich versagen. Selbst wenn mir die DEA meine gesamten Drogen beschlagnahmen sollte, ich habe trotzdem noch Geld übrig, um neue zu besorgen. Und vor allem das Netzwerk, um die zu verticken. Das ist ja das Wichtige. Was bringt mir der Stoff, wenn ich ihn nicht loswerde? Aber das Problem habe ich nicht mehr. Ab jetzt geht's nur noch bergauf. Gucken wir mal am Computer, wie dann so unser Respekt in manchen Gegenden ist. Ja, seht ihr? Das ist doch schon deutlich erhöht. Dieses Blaue, Dunkelblaue geht niemals weg. Das Hellblaue ist der Respekt, den ich mehr arbeiten muss. Okay, und hier möchte ich nochmal eine 17 Gramm Heroin. Das mache ich. Na, ich brauche neues Heroin. 17 Gramm. Trage ich sonst noch was? Ja, das Bargeld soll in den anderen Bereich. Ja, schnell. Ah, die Nachtschicht, die läuft jetzt aus. Ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, aber niemand könnte mir vorwerfen, ich hätte es nicht versucht. Ja. Ist ja gut. Dabei habe ich gar nicht mal so viel überwiesen. Wo steckst du? Wahrscheinlich dort hinten. Hier ist es. Sehr gut, noch innerhalb der. Ja, wunderbar. Neue Möbel brauche ich keine, danke. So, Polizeistunde aufgehoben. Jetzt bin ich wieder legal unterwegs, habe meinen Stoff verkauft. Aber ich muss mich auch auf die Bestellung des der nächsten Gang quasi wieder vorbereiten. Das geht nämlich immer sehr schnell. So, sieht soweit ganz gut aus. 4 Gramm Kokain habe ich auch noch. Da, das Heroin, damit sieht es ein bisschen schlechter aus. Ich nehme mal den Koffer und das Geld rüber.
ja, das ist schon ein bisschen was. Da kann man nicht meckern. Packe ich mal hier rein. Kokain wird wahrscheinlich auch wieder gefragt sein, deswegen packe ich mir auch schon mal ein bisschen was ein. Und Heroin, ja, das ist wirklich wenig. Da muss ich bei Gelegenheit Neues mixen. Aber erst beim nächsten Mal. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.